Wir waren stehen geblieben bei bei der Krönung. Genau, wir hatten ja jetzt so bei Skellige dabei geholfen, dass der neue König oder die neue Königin gekrönt wird. Ist ja jetzt die Tochter von dem Ankret. Ist ja zur Königin gewählt worden. Da haben wir ja bei geholfen, weil die ein bisschen diplomatischer ist einfach. Und ja, ansonsten müssen wir jetzt einfach gleich mal gucken. Was so geht. Was ist denn mit denen falsch, Alter? Tröten die hier rum bis zum Genau. Genau, wir hatten ja dann auch mit Yennefer gesprochen wegen Ciri. Die wollte uns ja jetzt helfen auf der Suche. Und da war ja jetzt so eine riesen magische Explosion auf Skellige, wo ja gesagt wurde, dass Ciri dafür verantwortlich sein soll, angeblich. Und das wollte Yennefer jetzt untersuchen und Moissac hat das ja irgendwie verhindert oder will das verhindern. Und da braucht man jetzt die Unterstützung von dem Jarl, der Moissac da ein bisschen überzeugt. Politischen Nachdruck, ne? Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie da weitergeht. Da wir seinen Kindern geholfen haben und wir den auch so ganz gut kennen, sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Das sollten wir jetzt schaffen. Dann hatten wir ja auch noch die Handlung mit Rittersporn. Der hat ja Ciri auch gesehen. Und da haben wir jetzt diesen Unterweltboss Junior getötet gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und genau, da haben wir jetzt erfahren, dass Rittersporn gefangen genommen wurde. Und den sollen wir jetzt befreien. Da haben wir ja auch die Hilfe von dem. Ey, ich und Namen. Ich bin heute schon etwas weichgebrutzelt in der Birne. Und so schnell die ganzen Namen auf die Birne zu kriegen. Auf jeden Fall den komischen Spion von Radovid. Der sollte uns ja jetzt helfen. Dabei. Dem haben wir ja auch geholfen. Obwohl wir mit dem eigentlich nicht so gut stehen. Wer die Serie verfolgt hat, weiß warum. Dann haben wir auch noch unzählige Nebenquests. Da können wir uns auch mal durchhangeln. Vielleicht machen wir einfach mal ein paar Pferderennen oder so. Müssen wir mal schauen, was da alles so geht. Und Hexeraufträge haben wir ja auch en masse. Da können wir. Ach, uiuiui, wir haben ja noch eine 7er hier. Da können wir auf jeden Fall auch noch ordentlich reinhauen. Ich glaube, wir machen heute mal wirklich hier so eine richtige Quest- und Hexerauftrags-Session. Und nach Kaer Morhen müssen wir auch noch. Auf jeden Fall. Da gibt es noch so viele Sachen, die wir noch holen können. Alleine wegen der Wolfsschule. Eieiei, oh Mann. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, dass wir noch ein bisschen die Karte aufdecken. Und Skellige war ja hier. Was wollen wir denn machen? Vielleicht machen wir hier erstmal weiter, dass wir die Hauptquest noch hinkriegen. Oder wir machen einfach mal ein paar Neben- und ein paar Hexeraufträge am Anfang. Komm, dann starten wir einfach mal hier. Dass wir die ganzen Sachen hier mal erledigt kriegen. Wo ist hier das? Da. Schnell reisen. Das ist dunkel. Das war hier Karte. Genau. Und dann war ja hier unten, war ja jetzt diese komische Patrouille. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So, und ich wollte mal gucken, ob Kaer Morhen schon geht. Nö. Irgendwie noch nicht. Okay, auf jeden Fall Boot.
Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Lager. Schade. Ja, klar. Aber ist das bei euch dunkel? Hey Diggi! Sag mal, ist das zu dunkel oder siehst du alles? Wenn das so stürmt, siehst du da alles? Wie ich hier so drehe? Kannst du alles sehen? Cool. Und dann brauche ich gar nicht weiter einstellen. So, dann muss ich jetzt nochmal gucken. Ja. Alles klar. Contrast check. Dachte, ich kann ihn mal runterholen. So, wo ist denn mal eigentlich mein Motto hin? Da. Fährt ja. Ja, habe ich gehofft. Aber geht nicht. Schade eigentlich. Vielleicht mit dem nächsten Update. Aber wahrscheinlich zählt das zu Leichenflattern. Obwohl das Spiel das ist ja ab 18, also von daher ist es eigentlich wurscht. So, mal gucken hier. Haus der Erholung. Aha. Okay. Klingt auch ein bisschen pervers. Haus der Erholung. So. Hallo. Ein Deserteur des Coyotel. Gar nicht schwach. Krass ist der Hexer, der hier rumläuft. Hey da! Halt! Gerald von Riva, richtig? Guck, selbst der kennt meinen Warst Namen. Neulich in Weißgarten? Bei Wüsimar? Mhm. Hübsches Dorf, wenn einen verwesende Leichen nicht stören. Ohne dich hätte es noch eine mehr gegeben. Lena, sie hat überlebt. Mit deinem Trank. Schön, ja. Dass eine Nilfgaarder ein einfaches Nordling-Schicksal kümmert, aber auch überraschend. An dem Abend, als sie angegriffen wurde, war sie auf dem Weg zu mir. Wir waren im Wald bei der Garnison verabredet. Och, guck. nein. Na komm, wir sind ein Hexer. Spiele ich den jetzt so wie mein Zwerg in Baldur's Gate. Aber wir wollten ja ein Held sein erstmal. Wir können gerne, wenn da Interesse besteht, nochmal ein Richard Arschloch spielen. Mal gucken. Aber ich glaube, das veröffentliche ich dann nicht auf YouTube. Da machen wir dann einfach mal so Streams. Mal schauen. Ein lausiger Ort für ein Stelldichein. Wenn der Greif sie nicht erwischt hätte, hätte was anderes zugeschlagen. Ich weiß. Aber ich kam doch nur zwischen den Wachdiensten weg. Der Wald war in der Nähe. Wow. Hör mal, Lena hat sich nicht richtig erholt. Ich habe sie mitgenommen, als ich versetzt wurde. Und darauf gewartet, dass sie gesund wird. Aber nein, sie sagt nichts. Erkennt niemanden. Schläft fast nur. Ich habe Tomira gewarnt. Hexertränke haben starke Nebenwirkungen. Meistens dauerhaft. Ich kann ihr nicht mehr helfen. Vielleicht kann es ein Magier. Ich weiß nicht, ob ich dir danken oder dich verfluchen soll, dass du sie nicht in Würde hast sterben lassen. Wichser. Glaub mir, die Entscheidung, die ich treffen musste, war schwerer. Yay! Immer so viel Dankbarkeit überall. Habe ich vermisst. Sei gegrüßt. Hallo. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ist doch schön, dass die immer alle so dankbar sind, wenn man hier irgendjemanden rettet. Läuft ja richtig. Alter. Okay. Wow, 100 Nägel.
Achso, ja, das brauche ich zum Abschließen einer Quest, aber die haben wir ja jetzt abgeschlossen. Für hier eine Fassgemach. Ja, naja, dann hau weg hier die Scheiße. Ups. Oh ja, okay. Okay, hat er schon kein Geld mehr. Ja, von dem wollen wir auch nichts. Wir wollen nur sein Geld. Leb wohl. Nur sein Geld, Leute. Ist alles, was ich will. Ich glaube, hier klaue ich erstmal nichts. Besser ist das. Der Kaiser wird uns führen. Gerade wer ist denn da, Alter? Wer da Hunde? Was sind das für Hunde? Okay. Läuft bei dir? Schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Jo. Ich bin von weit gekommen, um für mich nicht meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden. Ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. So sehr, dass ich auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Wir kennen interessanter drei. Interessanter Gedankengang. Wir können dir einen Steintroll empfehlen. Der gehört sogar zur Armee, der bewacht ein Boot. Vielleicht fragst du den mal. Ja. Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel, der hat behauptet, Rotbert wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Ich brauche Hilfe, um Rotbert zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Na, das klingt doch gut. Aber bei dem Namen würde ich auch sterben. Wie Rotbert. Sieht dein Sohn denn aus? Du kannst ihn ganz einfach erkennen. Eine solche Haarmähne gibt es in der ganzen Nilfgaardischen Armee nur einmal. Dachte mir. Sie hat die Farbe von Feuer. Ein deswegen rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Mark Turga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Dem Penis vielleicht, oder? Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbert würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Alles klar. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen, aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Boah, kann wir ich werden sehen. Den Esoterik-Scheiß aufgehen, ey. Mein Gott. Dein demütiger Diener und der deiner Familie. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Ist das jetzt Clown, wenn ich das einstecke? Hoho, Geralt, der liegt hier. Nö, okay. Alle Straßen führen nach Mahakam. Nee, nach Rom, Digga. Okay, cool. Anscheinend nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? So, geht noch weiter hier. Da, ist noch mehr Händler. Okay, das war nur der erste. Hier gibt's noch mehr. Schauen wir uns die mal an. Wer bist du denn eigentlich? Ich hab dich in Vysima gesehen. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Schreib mich nochmal so an und ich gehe weiter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Was hat der denn? Nur irgendwelche Glyphen hier. Rumstellen, okay. Okay, den müssen wir uns mal merken, falls wir irgendwie Handwerkszutaten brauchen oder sowas. Der hat anscheinend Philip Kram. Kriegen wir bei dem auch gute Preise? A Price? Hm, weiß ich ja nicht. Wir haben doch noch Müll, den wir verkaufen können, oder? Okay, bei ihm nicht.
Ja, komm dann. Nee, okay. Nee, das verkaufe ich bei den Waffenhändlern. Da kriege ich bessere Preise als bei dem, glaube ich. So, hier ist der andere. Was? Alter, der ist ja verstrahlt. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Der hat erst mal ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, der Junge. Okay, der hat auch Handwerksmaterialien. Die haben alle keine Karten. Warum haben die keine Gwindkarten? Was dann? Psch, macht mir aggressiv sowas. So. Gucken wir mal. Also, da. Da rein wollen wir. Sehr schön, haben wir jetzt auch einen Wegpunkt. Oder wird da gerade in einen Schlag? Ich hab dich gewarnt. Fuck. Okay. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten das war jetzt stehen. Selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund fliegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So ein Mist. Warum war das denn jetzt stehlen, bitte? Alle Straßen führen nach Die haben was Neues. Da war jetzt aber was anderes dran. Wo ist mein Pferd? Da, Plätze. Hallo. Nee. Eckhund. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Ja. Warte. Süß. Anschlagbrett. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal, zwei Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Alter, diese Auffassungsgabe. Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Deswegen ist der der Quartiermeister bei der Auffassungsgabe. Hey, der hat Karten. Wir gucken erstmal, was der hat. Zeig mir deine Waren. So. Wow. Alter, was für ein Angebot. Guck dir das an. Boah. Krieg ich bei dem gute Preise? Ja, die sind ja noch schlechter. Okay, krass. Boah, weiß ich nicht. Krieg ich nicht normalerweise mehr für die Sachen? Nee. Bei dem verkaufe ich das nicht. So. Erstmal spiele ich gegen den Gwind. Ich habe schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wäre es mit einer Partie Gwind? Ich spiele immer nur gegen den Kaiser selber. Ich brauche ebenbürtige Gegner. Komm, hau mal raus hier. Der spielt auch nördliche Küste. Okay. Was haben wir denn da? Verbrennen ist schon mal gut. Eigentlich ist das so nicht schlecht. Mist. Hat er eigentlich gehofft hier auf zwei ziehen? Aber nein. Zack. Aha. Genau so eine Karte, hab ich mir gedacht. Die will ich auch. Ach, guck mal. Nice. Sehr schön. Okay, cool.
Zunge legen. Tippitoppi, was für eine Kombo. Schönes Ding, schönes Ding. So, jetzt los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Naja, dann nehmen wir uns erstmal den hier. Da muss er jetzt erstmal drüber über die ganzen Karten. Das will ich sehen, wie er das macht. Sehr schön. Wenn er jetzt noch den anderen davon spielt, dann kann ich gleich verbrennen machen. Dann ist er seine Achter auch gleich los. Geil. Das läuft. Gehen Zehner. Ja, dann locke ich erstmal noch eine Karte hervor von ihm. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt ein Magie spielen. Gucken. Ich frag mich, wo drauf er hinaus will. Ich wusste, er hat noch so eine Arena. Aber gut. Kommen wir locker drüber immer noch. Jetzt dreh dich dann. Zack. Ha, hat er gepasst. Nice, kommt da nicht mehr drüber. Die Saudi-Arabische. Zack. Bam. Nee, hab ich noch nicht. Ich musste erstmal eine Runde. Achso, cool. Wir haben eine Errungenschaft gekriegt, gerade. Ich musste erstmal Karten sammeln. Ich hatte anscheinend noch zu schlechte Karten dafür. Für das Turnier. Hier können wir uns auf jeden Fall bedienen. Das ist schön. So, jetzt kommen wir. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? So, gucken wir mal. Holen wir uns erstmal die Patrouille. Habt ihr in letzter Zeit vielleicht eine Einheit verloren? Eine ist vermisst. Ja. Hast du meinen Aushang gefunden? Nein, ihre Leichen. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest! Ich habe noch etwas entdeckt. Du hast die Männer nicht zum Kundschaften ausgeschickt. Das war ein Todeskommando. Sie haben dort ein paar redanische Gefangene exekutiert. So ist der Krieg. Wer verliert, der stirbt. Okay. Diese Männer sind nicht vergessen. Jemand wird kommen und Fragen stellen. In Nilfgaard gilt jeder gefangene Soldat als tot. Diese Gefangenen waren aber Redanier. Das ist bald eine kaiserliche Provinz. Ich wette, die Banner der großen Sonne werden noch vor Saowine über der redanischen Hauptstadt wehen. Okay, was... Also, ehrlich gesagt, was gehen mich die komischen redanischen Soldaten an? Will die Belohnung. Zahl schon, Nilfgaarder. Ich habe nicht das geringste Interesse an einer Diskussion mit dir. Ich auch nicht. Das Geld hast du verdient. Nimm es und geh. Schnauze. Stimmt selber, wann ich gehe. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Ich habe eine nilfgaardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht.
Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Und dann willst du Hilfe von einem Mörder? Ich hielt dich für ehrenhaft. Ich will nur einer nilfgaardischen Frau helfen. Und ich will dich nicht mehr sehen, verstanden? Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Wenn ich den verhexe... Okay, wer soll's merken? Konzentriere dich und sag mir alles, was du weißt. Ja, mach ich. Wup, wup. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschopf war nicht dabei. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Aber das sind nicht, Rotbärts Leichnam? Rotbärt, das sind aber nicht die Eichhörnchen, oder? Nee, nicht Eichhörnchen. Eichhörnchen waren ja die Elfen. Wie heißen die? Die Ratten. Die haben sich doch Ratten genannt. Die auch Ciri geholfen haben. War ja nicht der Kaiser wird uns führen. Ist ja noch irgendwas? Nö, ne? So, das ist der Quartiermeister, glaube ich. Genau. Gut. Und mehr ist hier nicht. Okay. Schnellreise. War da irgendwas? Ja. Haus der Erholung. Okay, das Haus der Erholung ist auf jeden Fall bewacht. Scheint ja gute Kundschaft zu haben. So. In den Sumpf geflohen. In den Sumpf. Die Deserteure haben versucht, zu Pferde zu fliehen. Hier wurden sie offenbar erwischt. Sieht gut aus. Wie spät haben wir jetzt eigentlich? 8 Uhr 13. Na gut. Ist jetzt nur, weil es so regnet. Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Ja, Geralt. Hast du sauber mitgekriegt. Er hat zu fliehen versucht, ist aber im Sumpf stecken geblieben. Wunderbares Ziel für Armbrustschützen. Schwarzes Haar. Das ist er nicht. Ich würde das mitnehmen. Guck mal, da sind Schwerter. Steck die doch ein, Junge. Was ist denn los? Na gut, dann nicht. Hallo. Die haben wir. Ja, coole. So, hier wurden die anscheinend aufgehängt. Hundespuren. Sie sind wohl verfolgt worden. Rothaarig. Das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Rothaarig. Das ist er wohl. Ich muss aber sicher gehen. Also, da. Ein Brief an seine Mutter. Den muss ich ihr geben, aber mehr kann ich nicht tun. Liebe Mutter, dies ist vielleicht mein letzter Brief. Mein Herz ist schwer, während ich dies schreibe, denn ich habe große Schanden über die Familie gebracht.
Ich meine, ich habe meine Waffenbrüder im Stich gelassen. In der Stunde der Wahrheit versagt mein Mut. Ich bitte nicht um Vergebung, da ich sie nicht verdiene. Ich bitte nur darum, dass du für mich betest. Mögest du in Gesundheit leben. Ich könnte auch mal besser lesen. Machen wir mal wieder ein bisschen mehr lesen hier. Wie gesagt, Leute, ne, wenn da irgendwie mal Interesse besteht an einer Lesestunde, dass wir uns die ganzen Sachen da mal durchlesen, die wir so gefunden haben, das können wir dann gerne mal machen. Dann nehme ich mir ein bisschen Zeit und dann können wir eine ganze Stunde nur die Kacke lesen, die wir hier so gesammelt haben. Und uns mal die ganzen Monster angucken. Also es ist bestimmt auch interessant, sich die ganzen Hintergrundsachen mal durchzulesen und so. Nur falls ihr da Interesse habt und das Spiel nicht selber spielt, dann können wir das gerne machen für euch. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Ich hab dich in Wüsima gesehen. Deines Leichen hat dort gedient. Anderlinge. Das ist schön. Freut mich. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versorgen. Wir wählen doch als Herrn Herrscher. Wie kennen die denn da die ganze Zeit? Okay, ja, Herrscher, Evan, gut. Ich find's herrlich, dass sie da. Achso, muss ja zu der Mutter. Die ist ja jung. Hallöchen. Zack. Haben wir mein die Quest auch? Hast du was erfahren? Ja, hab ich. Ich will die Wahrheit wissen. Ob sie süß oder schmerzhaft ist. Ich will sie wissen. Dein Sohn ist tot. Wie ist das geschehen? Okay, sie will die Wahrheit hören. Wir geben ihr die Wahrheit. Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge. Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Glaub, was du willst. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib, ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Nordlinge zu töten. Das stand da nicht. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg. Mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier, dein Lohn. Danke. Geralt der Rie. Was macht die jetzt? Dachte, die nimmt sich jetzt das Leben. Okay. Positiv. Also positiv, dass er nicht tut. So, gucken wir mal weiter hier. Wir haben ja noch auch viele Quests. Ja, ist doch in Ordnung, dass sich das nicht das Leben nimmt, oder? Also ich finde, das kann man unter positiv verbuchen, dass sie weiterlebt. okay. Okay, wir haben ja noch übelst viele kleine Quests. Ja, komm, dann machen wir die. Findest du nicht? Wie siehst du das denn? Findest du das traurig, dass sie weiterlebt, oder?
So ist die Welt ja nun mal. Ja, traurig, dass der Sohn gestorben ist, aber ich meine, die ist nun mal desertiert, ne? Hätte er sich ja auch vorher aussuchen können. Vielleicht mal, ob er da zur Armee geht oder nicht, ne? Ist ja auch die Frage, ob er da so leicht rauskommt und so. Weiß man ja auch immer nicht. Warum ist denn jetzt so dunkel? Jetzt ist ein bisschen heller, ne? Ja, sieht man ein bisschen mehr dieses wieder. Dieses Wetter bedrückt mich in der Tat. Hallo. Gibt's hier irgendwas für mich? Sehr schön. Will mal erstmal alles mitnehmen. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Aramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ach, wenn er schon wie bist so du an anfängt. Die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Aramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Hä, der spielt auch Karten. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Noch so ein Trank der Leerung. Das ist natürlich auch nice. Na, den nehmen wir mit, glaube ich, wa? Was gibt denn der uns hier für Preise? War schon mal nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Bereich... Alter, der hat 2200 Gold, das sehe ich ja jetzt erst. Kann ich bei dem auch sonstiges verkaufen? Okay, nice. Das ist krass. Okay, den Händler muss ich mir mal merken. Was? Elfenarmbrust? Die können wir sogar schon tragen. +1 Schaden. Aber ich... Armbrust ist ja eh nicht so mein Ding hier. So. Okay, tippitoppi. Ja. Cool. Vielleicht gehe ich offline mal ein paar Fälle jagen. Sprechen wir vielleicht über weniger kontroverse Themen. Ich habe Lust auf eine Partie Gwind. Okay. Finde es schon mal gut. Was spielt er? Ich habe jetzt ja nicht darauf geachtet, was er spielt. Das ist schon mal nice. Kaiserreich Nilfgaard. Naja, mal gucken. Okay.
Okay. Also am Anfang ist immer erstmal aufbauen angesagt hier. Komm. Ah, noch eine Finte ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Jetzt passt. Okay. Nice. Ziehen bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Warte mal, wenn ich die jetzt mache. Okay. So, dann hat er jetzt noch drei. So, nochmal schauen, was er noch so zu bieten hat. Die beiden hebe ich mir auf jeden Fall auf. Ach, sehr geil. Wenn mal alle zusammenläuft, ne? Richtig cool. Zwei Verbrennen habe ich ja auch noch. Ist richtig gut. Mal gucken. Dolle ist nicht. Er startet langsam. Sehr langsam. Jo. Ein Horn und die beiden würde ich mir gerne aufheben. Okay. Das heißt, wir können jetzt auch schon die spielen. Achso, nee, scheiße. Aber das ist gut, vielleicht locke ich so seine Verbrennkarte raus. Ja, sehr gut. Genau, das habe ich mir gedacht. Aber das kann ich jetzt nicht nochmal spielen, weil dann locke ich... Dann kann ich meine Verbrennen nicht mehr spielen. Schwierig gerade, er hat noch 7 Karten. Versuch's. Ach, hör doch auf. Du glaubst es nicht. Soll er jetzt mal loslegen. Wir haben ja noch 4 Karten, mal schauen. Und die Kombination ist nicht schlecht, die wir haben. Mal gucken, ob er drüber kommt. Bin gespannt, was er für Karten er jetzt hat. Okay. Also wirklich. Langsam wird's lächerlich. Ah, da muss er jetzt aber alle draufkloppen, was er hat, wa?
Da muss er jetzt wirklich alles rauskloppen, was er hat. So, letzte Karte von ihm. Okay. Nice. Zack. Zack. Reicht. 16. Aber war nicht schlecht von ihm, muss man sagen. Also. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Tristan nachfragen. So, Dankeschön. Okay. Doll Blafana. Okay, wir müssen ja sowieso zu Triss anscheinend. Achso. Verwende Arimas Artefakte, um das Portal zu aktivieren. Durchsuche Area für deine Hexer-Sinne. Okay. Aber sollte ich jetzt nicht Triss danach fragen? Okay. Anscheinend nicht. So, was stand da gerade? Nee. Gut, dann nicht. Kann Geralt alleine, sagt er. Da. Die Katze will Stress. Lass unsere Jobs. So, bin ich mal gespannt. Puh, hier stinkt's. Hallo? Dieser Geruch, reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Habe ich schon mal geschafft. Oh, woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Aus Neckermilch? Habe ich mich verhaspelt. Nochmal zurück. Achso, ich glaube, ich muss hier hoch, wa? Zack. Nein, nein. Okay. Da war er fast zu schlau für mich, aber nur fast. Zünden wir hier mal an. Gut, dass er dafür die Fackel weglegen muss.
Kann er nicht mit der anderen Hand schnitzen? Meine Leseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Muss doch noch irgendwas sein, was mich töten will. Kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach war jetzt hier. Bei einem Käsemagier. Jetzt kommt hier so ein herzhafter Edamer oder sowas um die Ecke und will mich töten wahrscheinlich. Und dabei hassen wir doch Portale so. Schwarzes Blut. Verbesserte Katze. So. Das kann man sehen hier. Geht der denn hier nicht hoch? Okay. Dann eben umständlich. Hier, ne? Hier geht's anscheinend weiter, oder was? Cool. Dann gucken wir erstmal hin. Was da gibt. Geh doch hoch da. Wie geht er denn nicht da hoch? Geralt. So, manchmal glaube ich, der verarscht mich. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Tod von alten Käse.
Ah, wäre schön, wenn du mir das anzeigen würdest, wenn es dir was zu holen gäbe. Hier ist etwas. Ist das Artefakt, das Kay hat? Nice. Okay, der hatte viel Zeug. Jetzt ab durchs Portal. Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Okay, speichern wir erstmal. Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Das Auge von Nehalem. Ich sollte es benutzen. Immer erstmal draufzaubern da. Barriere deaktiviert. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Nice. Geil, wirklich. Ich hab den Emmentaler gefunden, Junge. Richtig gut. Oh, jetzt sind wir wieder oben. Schönes Ding. Frische Luft, endlich. Coole Sache. Den krassen Emmentaler. Ne, da riechen wir den noch nicht. Okay, lass uns offen, das Portal. Sehr gut. Ah, mega. Find ich ja witzig. Den Emmentaler. So, mal gucken, was haben wir denn hier noch? Wir haben ja hier noch so viele kleine Sachen, die wir hier noch machen müssen. Die will ich jetzt mal hier nach und nach alle wegmachen. Die ganzen kleinen Nebensachen, Quests, Dinger. Da leveln wir ja auch ordentlich mit. Das sind ja so viele. So, jetzt waren wir ja so lange auf Skellige, jetzt müssten ja eigentlich die Händler hier wieder neue Ware haben. Ja, auch noch eine Quest. Den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Gesehen. Nein. Läuft bei dir. Lohnt es sich denn? Und hier alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die von Nilfgaard besetzt sind. Achso, hier war ja nur der Buchtypi. Verdammt. Das große Erasmus Wege und Gedächtnis rennen. Ach, hier nicht. Also reitet, hat's. Lauft oder kriecht so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelwuchs. Nee. Wo war denn Hattori eigentlich? Tori war hier unten, ne? Ja, da ist er. Waffenschmied. Und hier oben war, glaube ich, auch irgendwo noch in einer. Ah, dann gehen wir erstmal da an. Achso. Hexer. Okay. Schon das Wort. Mal gucken. Einmal kurz. Achso. Oh, da sehen die falsche Richtung laufen. Seltsam sieht er aus. Eigentlich habe ich auch noch ein bisschen, aber ne, da geht's nicht lang. Bonnerschlag, was für ein schlechter! Ich dachte, wenn ich schon mal in der Stadt bin, dann kann ich eigentlich es auch mal verkaufen. Ordnung muss sein! Guck mal, da ist auch der Rüstungstypi. Das ist sehr gut.
Erstklassige. Naja. Zeig mir mal, was du hast. 3000. Okay, Emmentaler ist nicht so gut, als das, was wir haben. 400 kriegen wir. Oh, der hat aber gute Preise. Okay, dann verkaufen wir bei dem alles, was wir haben. Schicksal. Ein Silberschwert-Schicksal. Chance auf Taumeln. Plus 7. Kann ich das irgendwie vergleichen? Ne. Noch weg. Was haben wir hier? Adrenalin-Gewinn. Bonuserfahrung bei Romanin. Okay, krass. Tod von oben. Okay, die müssen wir uns gleich mal angucken. Die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich will eigentlich noch ein paar kleine Sachen hier verkaufen. Okay. Okay, der hat jetzt aber richtig gute... Richtig gut Geld, ey. Was hat er hier noch? 70 Tragekapazität. Ja, okay. Das war's. Reparatursets haben wir genug. Ja, cool. Apropos Reparieren. Ja, gucken wir mal. 100. Nice. Können wir die nochmal. Können wir nochmal was verkaufen für 100? Cool. Bis dann. Nice. Sehr gut. Von aus, dass ab sofort jeder Schritt. Brauchen wir jetzt gar nicht zu Hattori gehen. Dann können wir direkt eigentlich zu Triss gehen. In diesem Bordell kann man sogar Ziegen bumsen. Gehen wir direkt zu Triss. Mal schauen, ob die so will von uns. Aber der Käse-Heini, Alter, mit seinem Emmentaler, der war schon cool. Muss ja sagen. Also so eine Quest machen dann immer Spaß, ja, wenn die wirklich den Witz so durchziehen. Ist ja wirklich immer herrlich. Was jetzt? Achso, hier. Hallo. Zack. Möge die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein. Ja, danke. Ja, dass ich käsig aussehe, ist ja kein Wunder, Alter. Ich war gerade im Käselager. Ja, wen willst du sprechen? Ach, dich nicht. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ah, das kann man aber auch falsch verstehen, dass er nicht lange bleibt, wa? Keine Sorge, ich brauch nicht lang. Diese Temeria, alle Feiglinge, sind über den Pontar geflohen, statt ihre Heimat zu verteidigen. Gib mir die Truhe. Da, nice. Mir dann bei den ganzen Handwerks... Gerald, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ich habe auch ein Problem, du. Mit mir redet keiner über meine Probleme. Ich muss mir den ganzen Tag die Probleme von allen anderen anhören. Ja, Gerald? Wolltest du mit mir reden? Geh ich los? Schau mal, was ich hier habe. Hallo, guck mal. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Nee. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit,
Ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Warum nicht? Musst du dich dafür ausziehen, oder? Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Alice? Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. Töte ich. Ich hab eine Armbrust. Kann ich töten. In Alan, Donna Eis. Koralle, nein. Ich kann alles erklären. Korall? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus, eine Täuschung. Wo bin ich? Koral hat ihn also verzaubert. Sieht ihr ähnlich. Wenn es eine rachsüchtigere Zauberin gibt, kenne ich sie nicht. Tja, außer vielleicht... Koralle ist nicht hier? Wenn das so ist, komm zu mir, Succubus. Okay. Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Ochsenfort war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie... Eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Okay. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Hier, nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. Nice.